Anfang der 90er Jahre. Überall in Deutschland brennen die Unterkünfte geflüchteter Menschen. Die saarländische Nazi-Szene ist in diesen Tagen eine der aktivsten und gewalttätigsten in Westdeutschland. Schon im Januar 1986 werden im Stern Nazi-Skins aus Gießen und Saarlouis interviewt. Saarlouier-Nazis geben unter dem Pseudonym Bier und Mengele ihre Ideologie zum Besten. Angesprochen auf den Mord an einem 26-jährigen Einwanderer in Hamburg antworten sie, Zitat: Die Skins, die das gemacht haben, haben das einzige Mal in ihrem Leben das Richtige gemacht. Ich bin dafür, dass wir öfter mal einen Türken platt machen. Zitat Ende. 5 Jahre später werden diese unverhohlenen Ankündigungen zur mörderischen Realität. Am 19.09.1991 wird Samuel Yeboah in Saarlouis bei einem rassistischen Brandanschlag ermordet. Der Brandanschlag in der Saarlouier Straße war der 5. Angriff auf ein Flüchtlingsheim in der Stadt seit 1987. Bereits einen Monat zuvor brannte es in einem Heim in Saarlouis-Roden. Im Oktober desselben Jahres griffen bewaffnete Nazi-Skinheads die Flüchtlingsunterkunft in der Saarlouier Gutenbergstraße an. Im August 1992 wurde diese erneut zum Ziel eines Brandanschlages. Diese Vorfälle reihen sich ein in die Liste rassistisch motivierter Angriffe in der gesamten Bundesrepublik. Auf die Hetze von Politik und Medien gegen Migranten und Migrantinnen folgte Anfang der 90er Jahre eine regelrechte Welle von Pogromen. Dennoch leugnet die Stadtverwaltung den rassistischen Hintergrund der Tat bis heute. Eine Gedenkplatte auf dem Saarlouier Friedhof lässt den rassistischen Kontext unerwähnt. Eine öffentliche Aufarbeitung hat bis heute nicht stattgefunden. Mehrere Initiativen fordern daher seit nunmehr 25 Jahren ein würdiges und öffentliches Gedenken an Samuel Yeboah, bei dem der rassistische Hintergrund der Tat nicht ausgeklammert wird. Zum 5. Todestag fanden in Saarlouis 1996 antifaschistische Aktionstage statt, die vom Aktionsbündnis Samuel Yeboah veranstaltet wurden. An seinem 10. Todestag wurde nach Beendigung einer Demonstration eine Gedenktafel am Rathaus angebracht. Die Stadt ließ diese umgehend entfernen und strengte ein Verfahren gegen den Anmelder der Demonstration an. Am 15. Todestag setzte sich der Runde Tisch für ein öffentliches Gedenken an Samuel Yeboah für die Umbenennung der umstrittenen Letto-Vorbeck-Straße in Saarlouis in Samuel-Yeboah-Straße ein und versuchte, eine würdige Form des öffentlichen Gedenkens wie in Mölln und Solingen zu etablieren. 2014 hatten Aktivisten und Aktivistinnen sich der Sache dann selbst angenommen und die Saarlouier Straße, in der das Wohnhaus Samuel Yeboahs stand, kurzerhand in Samuel-Yeboah-Straße umbenannt. Selbstverständlich wurde auch diese symbolische Umbenennung von der Stadt rückgängig gemacht. Im Vorfeld der Demonstration zum 25. Todestag Samuel Yeboahs im Jahr 2016 hat ein breites Bündnis die Kampagne Hass hat Konsequenzen gestartet, in deren Verlauf auch auf andere Missstände im Umgang mit den Opfern rechter Gewalt im Saarland hingewiesen wurde. Unter www.samuel-yeboah.de findet sich nun ein virtueller Gedenkstein. Schließlich haben wir gemeinsam diese Plakatwand vor dem Saarlouier Rathaus mit dem Text der Gedenktafel versehen lassen. Heute erinnert in Saarlouis nichts an den rassistischen Mord an Samuel Yeboah. Nur wer sich bewusst ist, wohin uns der Mob führt, der aktuell auf den Straßen und in den Parlamenten tobt, kann ihm wirksam etwas entgegensetzen. Darum fordern wir ein öffentliches und würdiges Gedenken an Samuel Yeboah. Dabei darf der rassistische Kontext der Tat nicht ausgeklammert werden. Kommt daher am 24. September zur Demonstration am Hauptbahnhof in Saarlouis.